So, da bin ich wieder mit Pokémon Schild ohne Lex zum zweiten Mal heute. Und ich weiß nicht, was wir machen, aber ich guck mal. Ich will mal gucken, vielleicht gibt es ein paar neue Raids, ein paar neue Pokémon. Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange kein Pokémon mehr gespielt, weil ich jetzt so auf Animal Crossing war. Aber da gibt es aktuell nichts zu tun. Aber ich hoffe, jetzt geht es wenigstens ein bisschen ohne Lex. Jetzt ist die Verbindung auch einigermaßen stabil. Keine Ahnung, wieso die vorher nicht stabil war, obwohl ich vorher mit einer guten Internetverbindung ausgestattet war und es war nur am Lecken und jetzt habe ich einen Neustart gemacht und wieder eine schlechte Internetverbindung und jetzt leckt es komischerweise nicht mehr. Also irgendwas stimmt da nicht, aber es ist mir auch egal. Hauptsache es läuft irgendwie. So, ich mache erstmal die Lotterie. So, gucken wir mal. Ja, nur eins. Ja, wieder im vierten Kreis, so wie immer. Wow. Lul! Oh, Sullivan. Ja, ich guck mal einfach mal, was es so gibt hier an Raids. Irgendwas wird sich schon finden lassen. Ich hab Bock, ein paar Raids zu machen. Das müssen wir erst eine Verbindung herstellen. So, ich filter. Nein. Nein! So. Was? Lantern? Wow! Es konnte niemand gefunden werden, alles klar. Okay. Was muss auch ein paar Dinos geben? Was ist das denn für eine Scheiße? Ah! Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing. Und Super Mario Bros. Huh. Ich guck mal in meinen schlauen Discord-Channel, ob vielleicht da irgendwo gerade ein Raid läuft. Was schreibt die? Ich kann. Ne, das war ist alt. Was haben wir hier? Da war gar nichts mehr bei Trade. Cool. Wir hatten. Hier müsste es sein. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Shiny Raids. Oh, erstmal nach ganz unten. Don Hosting. Ja, okay, Don. Wann? 13 Uhr, ja, das ist schon lange her. Was haben wir hier? Das war um 3:30. Wir haben. Shiny Raid 75 auf der 1. Mal gucken. Wie heißt die? Das kann interessant sein. Luxy Grace. Okay. Da können wir vielleicht mal gucken. Luxy Grace, lul.
Gucken, ob ich hier den die IGN finde. Ich suche und suche und suche, ich finde nichts. Doch, da ist sie. Okay, wir geben sie mal ein. Gucken, vielleicht finden wir ein paar coole Raids. Freund hinzufügen, Freundschaftscode suchen. Wie ist es? 4599 30. Moin Tristan, zum zweiten Mal herzlich willkommen. Was geht? Ja, ich habe heute Morgen schon gestreamt, das ist richtig. Ich bin früh aufgestanden und habe ein bisschen gestreamt. Habe dann mir Final Fantasy. Ich war in der Stadt, weil ich musste ein paar Sachen besorgen. Unter anderem auch Final Fantasy, neue Sleeves, einen neuen Ordner, neue Boxen für Karten, alles Mögliche und ja. Ich starte fast PC neu. Fest, okay. Mach mal. Okay, Iris. Ganz anderer Name, aber okay. Verbindung ist unterbrochen, ist ja immer so. Hast du jetzt schon neu gestartet? Bist schon wieder da oder nicht? Wie ist mein Name eigentlich hier? Ich vergesse das anscheinend. Das ist wirklich Eddie, ne? Profile Eddie. Was haben wir denn hier? Gehen wir doch mal hier rein. Guck mal, wir können. Stimmt schon zu spät. Ne, doch nicht. Das ist doch ein Despoter, oder nicht? Komm ich da rein? Ja. Despoter mit Gestein und Licht. Da sollte man auf jeden Fall Wasser nehmen, oder? Dann gucke ich mal, ob ich hier was habe. Ja, ich hab da. I'm ready. Mal gucken, so ein Despoter, ist es ein Giga Dynamax Despoter oder was? 5 Sterne und das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber mal gucken wir mal, gucken wir mal. Bin mal gespannt. Wäre auch cool, wenn das noch shiny wäre dazu. Aber ich glaube nicht. Fischkacke ist. Oh Mann. Bin ja mal gespannt. Also ich habe hier so ein paar Sleeves mir geholt, einen Ordner und so ein paar Plastikboxen für überflüssige Karten, um die erstmal zu verstauen. Ich hoffe, der geht nicht wieder raus. Okay, Google. Schwäche Despoter. Laut PokeWiki, Despotar besitzt recht hohe und ausgeglichene Statuswerte und ist dadurch durchaus stark genug, um es mit Pokémon wie beispielsweise Dragoran spielend aufnehmen zu können, da es lediglich nur eine Schwäche in der Initiative aufweist. Dankeschön für diese Information! Ist auf jeden Fall mal kein Shiny. Aber ich will doch wissen, welche Schwäche es hat. Da.
Kampf, nur Kampf? Verdammt, und ich nehme Wasser-Pokémon. Drecksscheiße da. Wow. Disputa. Es puffert schon wieder. Ich hasse 1 und 1. Ja, also meine Verbindung ist jetzt eigentlich top, 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 top. Deswegen bei mir ist dann alles in Ordnung jetzt. Ich habe leider, also was heißt leider? Ich habe zum Glück keine schlechte Verbindung mehr. Bei mir ist alles in Ordnung. Echt leid für dich. Und du hast mir auch geschrieben. Ich war jetzt in mehreren Streams drin. Ich denke, es hat keinen großen Sinn zu streamen, da alles nur leckt. In jedem Stream hat alles nur gepuffert. Also du meinst, es hat keinen Sinn, dass du Streams guckst, weil das liegt ja nicht an den Verbindungen von dem jeden einzelnen Streamer, sondern das liegt ja, wenn dann, an der Verbindung, mit der man gerade am Gucken ist. Und du guckst gerade mit einer schlechten Internetverbindung, deswegen kannst du quasi nichts sehen oder bei dir puffert es nur. Das liegt ja nicht an meinem Stream, sondern an deiner Verbindung. Hi Philipp! Herzlich willkommen im Stream! Ist bei dir auch die Verbindung so schlecht? Liegt es wirklich an meinem Stream, dass ihr alle nichts sehen könnt und es nur puffert und leckt und scheiße ist? Oh, dann ist ja gut. Ich dachte schon, es liegt wirklich wieder an mir, weil mein Internet sagt gerade, beziehungsweise mein Stream sagt gerade, Top-Verbindung, alles in Ordnung, keine Frame-Drops, alles gut. Aber irgendwie haut das alles irgendwie nicht hin. Ja, das, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich... Ja, das kann natürlich auch an 1:1 liegen. Aber ich habe hier immer eine schlechte Internetverbindung. Und das liegt nicht an dem Internetanbieter, sondern es liegt wirklich an dem Haus, weil das einfach schlechte Leitungen hier sind. Dann ist ja, dann bin ich ja beruhigt, weil ich hatte eben voll die Probleme. Obwohl ich super Internetverbindung hatte, hat der Stream gesagt, Streamlags und... schlechte Verbindung und instabil, bla bla bla, und ich dachte so, oh scheiße, ey, jetzt geht's richtig, richtig ab. Aber jetzt geht's. Komischerweise. Ich hab damit schon immer Probleme. Ja, ich weiß, Oh, ich muss rein. Ich bin mir gar nicht sicher. Konnte man. Ist das. Gehört das. Ist das Portal neu? Disporter. Ich nenne es mal Disporter. Keine Ahnung, das ist gar kein R. Disporter. Disporter. Warum heute Pokémon und kein Animal Crossing? Ich habe schon Animal Crossing gestreamt, wie gesagt. Und. That's why ich mal was anderes mache. Ich war mir nicht ganz schlüssig, was ich machen will. Ich habe auch überlegt, ob ich ein bisschen Monster Hunter streame, aber irgendwie hatte ich dann Bock, wieder ein bisschen Pokémon auf den aktuellen Stand zu bringen und mich da ein bisschen zu gucken, was es für Neues gibt, weil es kommen ja auch demnächst, was heißt demnächst, dauert noch ein bisschen, die Erweiterungen raus. Und eigentlich müsste ich Schwert noch komplett durchspielen, habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht. Schade, dass du heute nicht bei mir im Stream dabei warst, Subtu. Ich war unterwegs, ich bin gerade eben erst nach Hause gekommen, sorry. Ich wusste gar nicht, dass du gestreamt hast. Ich bin eben erst wiedergekommen. Ich war heute, ich habe heute Morgen ein bisschen gestreamt und danach den ganzen Tag war ich in der Stadt unterwegs, weil ich Erledigungen machen musste. Und bin gerade eben jetzt wieder nach Hause gekommen. War kurz noch bei meiner Oma, habe für die ein bisschen Kram erledigt und dann jetzt direkt wieder einen Stream angeworfen. Kann ich erst in 6 Stunden subben. Dieses Internet, ich weine gleich. Ja, ich hasse, ey, ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal umziehe, ich ziehe ja sowieso das nächste Mal um, also ich ziehe ja in 2,5 Monaten wieder zurück nach Hamburg, Heimatstadt quasi, und ich wirklich, ich suche mir die Wohnung nach der Internetverbindung. Wenn die Wohnung eine schlechte Internetverbindung hat, ich teste vorher die Internetverbindung, guck mir die an. Streamst du in 6 Stunden noch? Ich denke nicht, nein. Nein. Das hier ist der letzte Stream, weil ich habe mir jetzt in der Stadt das Schöne hier gekauft. Ich habe ein bisschen Erledigungen gemacht und habe mir
das hier gekauft und das werde ich nachher zocken. Das heißt, ich werde hier jetzt ein bisschen Pokémon streamen und danach werde ich dann Final Fantasy VII Remake zocken. Krass. Das ist echt heftig. So, Despota, ich weiß gar nicht, ob ich das schon habe. Ist das im aktuellen Pokédex enthalten? Muss es ja. Also muss ich es ja haben. Ich will es fangen, aber ich werde dafür Wiederball. Ja doch, ein Wiederball. Wiederball ist in Ordnung. Ach so, was ist das? Final Fantasy VII Remake. Ja, yep, das habe ich geholt. Ich wollte eigentlich die Deluxe Edition haben, aber die gab es nirgendwo mehr, nur bei Saturn für Xbox und ich habe keine Xbox. Also habe ich mir die normale Version geholt bei Müller für 5 Euro billiger. Und das werde ich nachher zocken. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen Pokémon streamen und dann später nur noch Final Fantasy durchzocken bis morgen früh und dann gehe ich schlafen. So wird es wahrscheinlich laufen. Okay, ich habe einen Despota gefangen. Habe ich einen Shiny Despota? Ich glaube, ich habe einen Shiny Despota. Ja, noch nicht sicher. Gibt es eigentlich irgendwelche Event-Rates momentan? Als ob dein Saturn aufhat. Unverschämt. Ja, die haben aber nur... die haben offen, aber eingeschränkt. Das ist komplett eingeschränkt. Das darf immer nur eine Person mit einem Korb zurzeit rein. Die hat mich nicht angenommen, kann das sein? Doch, hat sie. Iris. Ich muss mal gerade gucken. Ah, scheiße. Fuck. Ab. Muss mal gucken, dass ich in einen von diesen Shiny Raids reinkomme von Shine. Ich habe mir ein paar Let's Plays jetzt dazu angesehen und es war mega nice und deswegen habe ich gesagt, ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen. Aber ich kenne mich ja. Wie bei den meisten Final Fantasy Spiele, die ich mir hole, zocke ich sie an und dann verliere ich das Interesse und höre einfach mittendrin auf. Aber wie gesagt, das, bei uns ist Saturn eingeschränkt verfügbar. Man muss sich einen Korb nehmen und darf nur mit diesem Korb rein, damit die 10 können, die viele Leute drin sind. Und machen dann irgendwann auch Stopp, wenn zu viele Leute drin sind. Und ja, dann ist es trotzdem alles abgesperrt und wenn du irgendwas haben willst, hinten von der Spieltheke zum Beispiel, musst du einem Mitarbeiter Bescheid sagen und er rennt dann nach hinten und holt dir das und dann musst du es auch kaufen. Also richtig dumm. Richtig, richtig, richtig dumm. Ich habe mich so aufgeregt über Saturn. Deswegen bin ich froh, dass ich es nicht bei Saturn gekauft habe. Die haben uns gar nicht verdient, dass ich denen überhaupt Geld gebe. So, ich will jetzt auch einmal hier in diesen kleinen Fisch haben als Shiny. Bin ich drin? Ich bin drin! Okay, es ist ein Fisch, also müssen wir da auf jeden Fall Electricity oder... Wir haben doch... Oder Pflanze, ne? So. Und Grüße genauso an alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer Pokémon-Session mal wieder. Als kleine Abwechslung. Ich weiß, alle wollen nur Animal Crossing. Wie, Sims kennen Animal Crossing? Animal Crossing. Aber es ist mal wieder Pokémon dran. Was ist das denn? Wie sieht der denn aus? Ey, der ist sogar ein Squashiny. Krass. Jetzt mal ab und zu mal wieder gucken, wie die Verbindung ist, aber die ist in Ordnung. So, okay, Shiny Dingsbums, was setzen wir denn da ein? Ich weiß es gar nicht. 80, 90, Spezial runter. Machen wir den. Da ist ein Shiny Mew, ist auch cool. Lol, bei wem raidest du denn? Random Dudes von einem Discord-Channel, wo Shiny Raids angeboten werden. Und da habe ich mal eben einen geaddet, der gerade Shiny Raids macht. Und bin dann direkt mal reingehüpft.
Ein Kumpel hat mir gerade einen Link geschickt, hab draufgeklickt und es war eine Pornoseite. Dann kam meine Mutter rein. Ich hoffe, sie hat es nicht gesehen. Ja, cool. Ja, ich dachte, ich fange mal wieder ein paar Shinies. Ich habe mal wieder Bock, ein paar Shinies zu handeln. Kommt der mit der Vorderseite, ey. Wäre schon witzig, wenn sie es gesehen hat. Dann hättest du sagen können, ich kann nichts dafür. Ein Kumpel hat mir einen Link geschickt. It's not my fault. I didn't know. Mein Handy lag offen auf dem Tisch. RedTube lässt grüßen. Uff. RedTube, Klassik. Ne, jetzt muss ich auch hier kein Giga Dynamax mehr machen. Finde ich super. Ist natürlich ziemlich peinlich. Und die ist hier bestimmt unangenehm, aber ich finde es trotzdem irgendwo witzig. So, wieder mal. Wie schnell ist deine Mutter rausgegangen? Die war 2 Minuten bestimmt im Zimmer. Creepy. Wenn meine mal länger als 2 Minuten im Zimmer ist, dann kicke ich die aus dem Zimmer raus. Die hat ja gar nichts mehr zu suchen. Mal davon abgesehen, dass ich ein erwachsener Mann bin und die sowieso nicht einfach in mein Zimmer geht, geschweige denn in meine Wohnung. Ha! Die darf hier nicht rein. Das hier ist eine mutterfreie Quarantänezone. Ja, ich denke auch. Kein Kommentar abgegeben. Als ob, wenn... Vielleicht ist deine Mutter verklemmt, dann sagt die nichts dazu. Dann ist ja das unangenehm und es wird einfach quasi vergessen. Meine Mutter, die würde einen Kommentar dazu abgeben, wenn ich irgendwelche Pornoseiten aufhabe. Die würde sagen, Etienne, mach das, wenn keiner da ist. Oder irgendwie sowas anderes, keine Ahnung. Die würde irgendwas, würde sie schon sagen. Meine Mutter ist cool. Es wäre mir aber auch nicht peinlich, glaube ich, wenn ich aus Versehen irgendwelche Pornoseiten aufdrücken würde, während meine Mutter das mitbekommt. Ganz ehrlich, es wäre scheißegal. So, muss gerade gucken. I'll trade you. Okay, gonna reroll. Okay. Was haben wir denn hier alles? Disputa. Deine Mutter übertreibt mit sowas, weil meine Mutter würde mit sowas nicht übertreiben. So komplett gar nicht. So. Wie bei American Pie. Ja, wahrscheinlich genauso. Meine Mutter würde schön darauf rumreiten. Ich habe mich mit meiner Mutter letztens über meinen Bruder lustig gemacht, über meinen Kleinen. Weil meine kleine Schwester, die ist bei ihm in ein Zimmer rein, weil die haben nämlich zusammen, die wohnen nämlich zusammen, oder die haben zusammen gewohnt. Da war ich schon ausgezogen, weil ich älter bin. Und meine Schwester ist dann rein ins Zimmer von meinem Bruder. Und keine Ahnung, der hatte irgendwelche Hentais irgendwie offen. Und sie direkt wieder raus, das hat sie mir dann erzählt. Und meiner Ma. Und wir sind direkt zu meinem kleinen Bruder gelaufen und haben uns so über den lustig gemacht. Das war dem so unangenehm. Ja, er so, ey, was ist mit dir los? Du Perversling. Und dann noch Hentais. Das war so witzig. Das dürfen wir heute immer noch nicht ansprechen. Das ist dem so, der geht direkt aus dem Raum, wenn wir das ansprechen. Der geht direkt aus dem Raum. Ich dachte so, irgendwann wird er vielleicht dann sich damit arrangieren, aber nein. Naja, für Nicht-Otakus ist das schon ziemlich eklig, pervers und das Schlimmste, was man sich angucken kann. Nicht mal richtige Frauen, sondern auch noch irgendwelche Anime-Weiber. Das ist für Nicht-Otakus nicht verständlich. Was Männer an 2D-Frauen geil finden.
Dementsprechend, meine Schwester guckt keine Animes, meine Mutter kann mit Animes auch nichts anfangen. Dementsprechend ist es halt für die das Schlimmstmögliche und ist einfach so ins Lächerliche gezogen, dass sein Bruder einfach knallrot gegangen ist und er ist einfach raus. Der will das nicht hören, der verschwindet sofort, sobald das Thema angesprochen wird. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir lassen das Thema bleiben und ziehen ihn nicht mehr damit auf, weil das scheint ihm zu unangenehm zu sein, aber ich finde es trotzdem total witzig. Hentais sind... Ah, da ist er schon wieder und ich bin schon wieder zu langsam. Ob, da steht's ab und ich... Nee, da komme ich nicht mehr rein. Doch, ich komme rein, krass. Aber ich habe schon einen Baldofisch. Außerdem dachte ich, hier sind Geister. Und dann sind das wieder keine Geister, sondern irgendwelche blöden Fische. Toll. Manno. Ja, komm, Mimik mal, baller mal. Guck mal, die kommen mit Feuer-Pokémon. Liam, Geist, Feuer. Wie dumm. Nein, Hentais sind nicht ganz normal. Pornos sind ganz normal. RedTube, YouPorn oder andere Pornoseiten. Aber Hentais ist nicht ganz so normal. Es gibt gar nicht mal so viele Leute. Ach ja, das war dieser pinke Hoden-Baldorfisch. Pink Hoden-Baldorfisch. Du Scheiße. Auf jeden Fall war es witzig. Sehr, sehr, sehr witzig. Ich bin mal bei meiner Schwester in ihr Zimmer gekommen. Da haben wir noch zu Hause zusammen gewohnt. Meine Schwester ist ein Jahr älter als ich. Und da haben wir noch zu Hause gelebt. Und sie hatte halt ihren Freund da. Und ich wollte sie irgendwas fragen. Und bin dann direkt in ihr Zimmer, ohne zu klopfen. Und sie war gerade mit ihrem Freund am Vögeln. Und nicht nur so, okay, Tür wieder zugemacht, raus. 5 Minuten später war ich unten in der Küche und dann stand ihr Freund dann irgendwie neben mir. Das war dem total unangenehm, der das einfach nicht angesprochen hat. Einfach so getan, als wäre alles ganz normal. Und ich dachte nur so, oh Mann, wie peinlich, ey. Lass mich doch einfach in Ruhe mit dem Scheiß, meine Güte. In den normalen Pornos ist absolut gar nichts normal. Alles gestellt, ich weiß. Ja, und aber in Hentais ist auch... Hentais sind halt auch nicht normal. Hentais ist doch auch alles gezeichnet. Das ist nicht mal Real Life. Das ist alles... Wieso reden wir hier überhaupt über Pornos und Hentais? Leute, neues Thema bitte. Reicht jetzt. Wir haben das viel zu weit ausgebaut, dieses Thema jetzt. Was ist denn hier mit diesem Hoden-Baldorfisch? Das ist rosa, das Ding. Es ist hässlich. Ich will es eigentlich gar nicht haben. Ich habe schon eins. Ganz schön hässlich. Doch, ich lasse mir auch immer Tentakel einfinden. Da habe ich auch mal einen krassen... Nee, das gehört ja nicht hin. Das darf ich nicht erzählen. Hallo? Ich habe nicht angegeben, dass das hier erst ab 18 ist. Darf ich nicht. New Thema, bitte. Wieso sind die eigentlich wieder so langsam? Die sollen das Ding mal fertig machen. Das ist nur ein blödes Baldorfisch-Ding. Haut es weg. Warte, ich will irgendwas knabbern, aber ich hab nichts hier. Kacke. Ich suche mir jetzt irgendwas. Wartet mal kurz. Bin sofort da. Wieder. Ich werde ein paar Schokobons futtern. Denn Schokobons sind kleinen Hund. Mit einem Hapsen wie im Mund. Baldorfisch ist voll OP. Was macht denn ein Baldorfisch OP? Erzähl mir mal warum. Wo ist ein Baldorfisch OP? Sind die Werte OP oder was beim Baldorfisch? Wenn der volle EV hat. Oder was? Hab heute um 6 Uhr morgens einen Shiny Chanera in Pokémon Go gefangen. Hab mich voll abgefreut. Der ist in Def mega gut. Okay. Ich find's aber, es ist ein hässlicher Fisch. Der ist von der zweiten Generation. Ist er von der zweiten Generation? Ich glaube, der ist von der zweiten Generation, oder? Und der hat einfach mal die ganze Zeit über keine Entwicklung bekommen.
keine Mega-Entwicklung, keine normale Entwicklung, gar nichts. Und mega stark. Ja, ich guck mir gleich mal die Werte an. Sehen wir gleich. Der wirklich so OP ist, wie du sagst. Ich glaube dir nämlich kein Wort. Genau wie Barschuft. Ach, das ist... Diese ganzen blöden Fische, die einfach keine Entwicklung haben und einfach nur winzig klein aussehen und voll unspektakulär sind. Ich finde die nicht geil. Wo sind eigentlich die ganzen Baby-Raids? Ich will mal wieder ein Baby-Raid haben. Ich habe so wenig Baby-Pokémon. Ich brauche unbedingt diese Baby-Pokémon, wenn ich einen Neustart mache bei einer Edition. Weil ich nämlich diese Baby-Pokémon in Shiny gerne nehme, um die als Starter-Pokémon zu verwenden oder mit als Starter-Team zu benutzen. Deswegen brauche ich ein paar Baby-Raids. Barschuf ist voll der Mega-Attacker. Ja, der... Denn, das war jetzt keine Aufforderung für dich, dass du jetzt mal ganz schnell hier ein paar Raids machst. Das habe ich so nicht gemeint. Sorry, falls das so jetzt rübergekommen ist. Alles cool. Ja. Nur ich dachte so, dass Baby-Raids gerade so voll in sind. Und dann gehe ich hier irgendwie und gucke so, was wir für Raids hier haben. Und dann sind da gar keine Baby-Raids dabei. Was haben wir denn hier? Ich glaube, der hier ist auch fertig. Achso, ich muss mal Erfahrungspunkte geben. Wieder mal, zack. Ages ago. Haben wir hier. Und heute um 2 Uhr, als ob. Nein, aber ab, sobald mir noch 15 Shinies fehlen, öffne ich sowieso Baby Raids. Okay. Welches Level haben die Baby Raids? Die Pokémon in Baby Raids? Die sind doch auch schon so Level 20 oder 15, oder? Weil ich hätte... Ich brauche Baby Pokémon, die unter Level 10 sind eigentlich. Aber die kriegt man nicht, oder? Skunkapu. Valeria. Valeria! Bis Level 30 circa. Okay. Also umso niedriger, umso besser, finde ich eigentlich. Deswegen habe ich auch mein Shiny. Was ist denn eigentlich? Hier, mein Shiny Bout habe ich wieder reingepackt hier. Weil ich mir gedacht habe, nö, den benutze ich für irgendeinen Neustart als Starter-Teammitglied. Weil der hat ja eigentlich voll die... Na, scheiße. Ausgerechnet Spezialangriff ist nicht stark. Also sensationell. Das muss ich wieder selbst irgendwie hochpuffen. Kacke. Das sieht so geil aus. Guckt euch mal diese kleine Bouts an. Geil! Okay, gonna reroll. Und wenn ich so gucke, es gibt keine Pokémon, die ich so niedrig habe. Okay, wir haben hier Dead Shiny. Oops. Ich habe irgendwo einen Baldorfisch. Da. Dann packen wir dich. Hier hin. Hä, bin ich jetzt dran vorbeigehuscht? Ja, bin ich. Zack. Was haben die? Susanne, das. Oha, du hast welche doppelt, die mir sowas von fehlen. Welche denn? Wasch habe ich doppelt. Ich habe die meisten doppelt, weil ich die so sammle, dass ich sie doppelt habe.
So, Baldorfisch, wo bist du? Ach nee, ich glaube, ich bin hier. Was fehlt dir denn? Erzähl mal. So, wie sieht das hier aus? Exzellent, exzellent. Also das Porter ist nicht schlecht, ne? Aber das ist trotzdem... Könnte es, wenn dann, eher so hier hin. Genauso wie das Toggle-Case. Das Kranowitz und das Flunschlick. Ja, dann komm on und wir tauschen. Shiny gegen Shiny. Vielleicht hast du ja irgendwas Gutes, Niedriges von Baby-Pokémon mäßig. So unter Level 10. Würde ich sofort nehmen. Können gerne tauschen. Ich pack mal Flunschlick und Krano-Ding ins Kirchens. Aber hier ist nur ein Flunschlick. Habe ich noch irgendwo einen Flunschlick? Also kannst gerne auf jeden Fall Flunschlick haben. So, selbst wenn ich es nur einmal habe. Ist voll das hässliche Pokémon. Aber ich dachte, ich hätte mehr als eins. Ich glaube, ich hatte zwei und hab welche abgegeben. An Genetik. Krano Dingenskirchens. Was ist denn das? Da. Wo hast du dieses Kranowitz gesehen? Memion kriegst. Memion? Dann ist mir gerade dieses Krano. Ach da. Ich habe kein Shiny Memion. Memion, ich habe kein Shiny Memion. Sorry. Ein Wolli. Wolli. Ich habe keinen Memion. Die Memme. Ne, das hier sind... Diese hier sind keine Shinies. Das sind alles nur rare. Raritätos. Davon ist kein Shiny. Passwort... Warte. Ups. Linktausch, Passwort eingeben. Nehmen wir 2489. Zwei, vier, acht, neun. Zwei, vier, acht, neun. Oh nein! Die hat gerade Shiny Garados. Och man. Beeil dich, ich muss mir Shiny Garados fangen. Na, also geht doch. Geht doch! Viel zu lange gedauert hier.
Achso, okay. Na, hoffe ich mal, dass du ein paar gute Shinies zum Tauschen hast. Oh, süß. Auf jeden Fall. Riolu ist voll süß. Nehme ich. Die süßen kleinen Baby-Pokémon. Ich glaube, Tristan ist schon wieder verschwunden durch schlechte Internetverbindung. Ich glaube nicht, dass er uns noch hört. Beziehungsweise mich noch hört. Ist das ein Shiny? Sieht gar nicht shiny aus. Aber das ist ja normalerweise ein bisschen dunkler, ne? Nehme ich. Ich liebe Mamfaxo, voll geil. Ich finde, so ein grünliches Türkis hätte Mamfaxo und Relaxo viel besser gestanden als dieses knallig strahlende Blau. Nee. Warte. Mediras ist raus. Knospi ist auch raus. Pichu nehme ich. Pichu Shiny? Hört sich cool an. Hast du auch irgendein Baby-Pokémon, was noch cool ist? Außer Pichu. Ups. Die sind nur alle so hoch, ne? Level 40 ist schon extrem hoch. Nee, Glumanda brauche ich nicht. Ich habe genug schwarze Gluraks. Und Glumandas habe ich auch ganz viele. Nee, ich nehme Pichu. Pichu finde ich super. Knapfel habe ich ganz viele. Rabauts, Kampf. Nee. Ich nehme einen Pichu. Ich bleib bei Pichu. Pichu! 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 Scharfrax ist doch gar kein Baby-Pokémon, oder? Sieht auch so normal aus. Ich danke dir. Hast du noch, hast du geguckt, ob da nicht noch ein paar dabei sind, die dir fehlen? Kann ich dir gerne noch geben. Ich habe, wie gesagt, die meisten Shinies habe ich doppelt, weil ich die extra doppelt hole, damit ich ein paar habe zum Tauschen und sowas. Also, falls da irgendwas dabei ist. Achso, die waren alle im Baby-Event-Nest. Sogar im Premierball. Schauen wir mal ganz vorne an. Einmal hier. Schreibt dann einfach weiter.
Das Bautz bekommst du nicht. Ich habe ein japanisches Shiny Kabador. Nice. Ich habe Kabador gehandelt in Pokémon Let's Go. Und das war eine Tortur, sag ich dir. Das war eine richtige Tortur. Den Golden Fish. Ich habe 3 Shiny Hunts angefangen, die über 6 Stunden gingen. Und erst beim dritten habe ich es bekommen. Beim ersten Mal war es dann plötzlich ein... ein Seepär, ein Shiny. Beim zweiten war es ein Shiny Lapras. Und dann kam erst der Shiny Fisch. Rivolis habe ich auch ganz viele. Bivrava. Vielleicht. Ja, okay, das nehme ich auch. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Ich liebe es. Noch nie sowas Süßes gesehen. Okay, weiter dann jetzt? Oder sind da noch ein paar? Okay. Zack. Gibt's eigentlich, Paragoni? In Pokémon Schild und Schwert? Ich würde so gern einen Shiny Paragoni haben. Das wäre so cool. Weiter. So ein Shiny Paragoni wäre richtig cool. Ups. Schade. Weiter? Weiter, weiter? Okay. Das hier ist Pantifrost. Kein Pantimos. Shiny Gang, das ich auf einmal habe. Alle selbst gefangen. Aber es sind keine Giga. Keine Giga Dynamax. Ach, das sind. Ach, die habe ich getauscht? Ah, ne, du bist der Tauschpartner. Wieso sind das eigentlich keine Gigas? Ist ja doof. Ja. Und das sind die letzten beiden, mehr habe ich nicht. Aber dann sind wir jetzt durch, ne? Stolos hast du bestimmt auch schon. Dann werde ich den Tausch beenden. Kein Problem, kein Problem.
Ich bin immer, ich helfe immer gerne. Nur noch Gala-Pokis hier, das sollte ja kein Problem sein, die Galas zu bekommen. Wann AC? Ich habe heute Morgen schon AC gespielt. Ich glaube nicht, dass ich heute noch Animal Crossing weiter zocke. Beziehungsweise, da habe ich alles erledigt. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist, mir ein Lied von KK zu holen. No electricity. Hast du schon das neue Event gespielt? Du meinst das, was war das? Dingsbums. Ja, hab ich. Ich war auf der Insel und hab die Spiele gemacht. Das hab ich gestern gemacht, das Event. Das war schon ganz witzig. Ein rotes Garados. Ein rotes, mir fehlt nur Gas. Warum keine? Man bekommt einen Koffer bei der Mai-Feierei. Also es geht bis zum 7. Mai geht die. Vom 1. bis zum 7. Mai. Und man kommt auf eine Insel, wo kleinere Rätsel auf einen warten, um diese Insel zu quasi zu besiegen. Oder um da durchzukommen. Und dann kriegt man von diesem Kater, der am Ende wartet, ist auch eine spezielle Persönlichkeit von Animal Crossing, kriegt man einen Koffer als Dekoration, das war's. Und man bekommt ein paar... Wieso bin ich jetzt paralysiert? Ist ja unfair. Und man bekommt ein paar Sternis-Gutscheine. Und das war's. Was bringt der Koffer? Das ist einfach ein Deko-Artikel. Ein Deko-Koffer, den du dir irgendwo hinstellen kannst in deiner Wohnung. So ein Reisekoffer mit Aufkleber drauf. Gleich wieder da. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Genau, Oliver heißt der. Drecks Internet. Das ist einfach nur ein Deko-Koffer. Mehr ist das nicht.
Wow, das war schon Information. Super. Drex Internet. Wir fangen mit dem Taucherball. Das wäre schon nice. Nee, aber das ist zu für dieses Shiny haben, deswegen nehmen wir wieder Ball. Das ist zu gefährlich. Tristan, warum soll ich denn Animal Crossing spielen? Vielleicht könnt ihr mir ja eine gute Idee geben für ein Lied, was ich mir von KK wünschen kann. Habt ihr persönliche Lieblingslieder von KK? Haut mal raus, wenn ihr welche habt. Würde mich ja mal interessieren. Ich sollte vielleicht mal abspeichern, damit wir die ganzen Pokis nicht verloren gehen. So. Was geht hier denn ab? Oder ist jetzt keiner mehr da von euch? Guten Abend, Echo. What's up? Grüße gehen raus. Alles fit? Mal gucken, was das nächste Reroll-Pokémon wird. Aquanita? Was ist denn Aquanite? Das ist dieses komische Spinnenviech, oder? Kingler. Ist das ein Giga? I don't care anymore. Oh, can I have one? Weep will eins haben, also kommt jetzt wahrscheinlich ein Shiny Kingler. Fangen wir doch mal ein Shiny Kingler. Was haltet ihr davon? Echo Games, alles klar bei dir? Was geht? We'll host a few then. Und da ist es auch schon. Dann fangen wir uns mal ein Shiny Crab. Little Crab. Wen will ich denn diesmal einsetzen? Ich weiß, wen ich einsetze. I'll switch to Citron. Ist nämlich shiny. Ah, ich habe auch einen Sarah Aura. Das finde ich auch cool. Sarah Aura ist der kleine Bruder von Rita Aura. Ich glaube, du wirst nach dem Stream einfach von dem Bling-Sound haben. Warum meinst du? Bling! Jo, alles super. Sehr schön. Und Philipp ist wieder am Start. Bin wieder da. Herzlich willkommen zurück. Wir haben hier einen Shiny Kingler.
Plasma heute. Alter, guck mal, wie schwach das ist. Ja, der Blink-Sound, davon werde ich Albträume haben. Aber das ist gar nicht schlimm, weil da ich sowieso heute nicht schlafen werde, werde ich auch keine Albträume haben. Und morgen früh, wenn es hell ist, einschlafen. Ich glaube, dann kriege ich keine Albträume mehr, weil dann ist es nämlich Tag. Dann ist alles gut. Also kann ich da ja voll beruhigt sein. Ich probiere mal einen Taucherball aus. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ich habe mir dieses schöne Spiel vorhin gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Sehr bekanntes Spiel. Und das werde ich so ungefähr ab 7 Uhr durchsuchten bis morgen früh. Nein! Nein! Es ist rausgesprungen. Der Drecksack. Oh. Muss aber noch uns bleiben. Ja, gut. Yeah. Oh Mann, jetzt geht das schon wieder. Ich das hasse. Erst so gar keine Op, op, op. Was ist denn das vom Chef? Was soll das sein? Insekten. Was ist das? So ein Bungli, ne? So Bungi. Bungli. Bloodless. Er ist wie der Bauer, ist das nicht hier Kinglas, oder was Reifuton. Added you. Yeah. No problem, Enix. Are you leaving? Ah, da ist es. I will try it again. And then I will take a Wiederball. Ups, mit Mimikma. Ach du Kacke. Huch, danke schön. Was ist das hier? Vielen Dank, Echo, für dein Follow. Nice, danke, danke. Top, top, top. Jetzt habe ich doch einfach Mimikma genommen. Ich wollte eigentlich kein Mimikma bei Wasser-Pokémon nehmen, aber... Sei es drum. Ha! Mimikma klatscht das trotzdem weg. Das ist so OP, dieses Mimikma. Und ich liebe es abgrundtief. Und ich will endlich die Giga Dynamax-Version von Mimikma haben. Oder eine Weiterentwicklung wäre auch schon okay. Aber es wird eine neue Form geben von Mimikma. Und ich freue mich tierisch darauf. Los, Mimikma! Fang! Was haben wir denn? Oh, mal Schwertanz. Sowieso ein gut. Einen habe ich ja sowieso gut. Guck mir den Stream von Donnie O'Sullivan an. Und er spielt Dark Souls 3. Und das ist einfach so eklig. Gerade kämpfen solche Spinnenviecher, die einfach zu eklig sind. So creepy, you know? Oh, der ist ja schon down. Down, down, down. Da 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 down. Down, down, down. Da 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 down. Down, down, down. Ring. Genau, so ein Boss, der so eine riesige Fliege ist. Das wäre echt ganz schön eklig. Ich habe ein Shiny Kingler. Yay. Mich doch, jetzt fühle ich mich doch so ein bisschen wie Ash, ne? Weil der mit seinem Kingler, das war auch schon echt nice. In der ersten Generation, also als er in der Liga war, hat Kingler ihm den Arsch gerettet. Er ist zwar nicht Meister geworden, aber wirklich,
Das King da hat ihm den Arsch gerettet. Der hat doch auch erst einen Krabby gefangen. Und das Krabby hat sich in der Pokeliga, als er bei dem Turnier war, der ersten Pokeliga, hat sich das zu Krabby entwickelt und hat ihm den Arsch gerettet. Auf solchen Eisschollen hat es gekämpft. Fast besiegt worden, ich erinnere mich. Denn er will der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Oh, das schon wieder? Da war ein Gardevoir. Ich mag Gardevoir. Gardevoir. Oh. We are full. Dann sollten wir... Ups, ja. Fat Roll. Wir müssen mal gerade hier hoch. Haben wir hier, nee, das Kind, das ist jetzt, was ich getragen habe. Shinies, ja, Level... Alter, was für ein hohes Level haben die denn? Das sollen Babys sein. Babys mit so einem hohen Level und das Einzige, was wirklich exzellent ist, ist das Pichu. Was? Oh no! Das hier, das ist exzellent. Poplio. Popoleo, Leo. Großes Potenzial. Da ist noch ein Platz frei gewesen. Für das rote Gyarados. Das sieht so nice aus. Und dieses komisch grün-graue Kingla. Ich fand tatsächlich die Shino-Staffel von Anime am besten. Immer. Sino. Sino, findest du? Ich fand XY am besten, muss ich sagen. Das war nicht mehr so kindlich gezeichnet, das war wirklich spannend und cool. Und dann sind sie zu Sonne und Mond wieder so richtig zu so Kinderzeichnungen zurückgegangen. Ash ist nicht jünger geworden, Ash ist nicht älter geworden, sondern jünger. Das war ziemlich eklig. Aber ja, Sinnoh war auch auf, die Sinnoh-Region war auch ziemlich nice. Fand ich auch. Aber nichtsdestotrotz war XY irgendwie meine Lieblingsstaffel. Also XYZ, um genau zu sein. Ich ein All. Bim 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 bididu. Ich weiß nicht, ein All schwarz-weiß war jetzt eine der schwächsten Editionen. Oder nicht? Oh, ich glaube, ich bin wieder zu spät dran. Ich könnte eigentlich noch eins fangen. Fehler. Tu. Warts und Weiss. Wieso kommen eigentlich wieder andere Sachen? Ich hab doch Dino. Die beste Folge war mit Trikepalo. Keine Ahnung, welche Folge du meinst. Ich habe nicht alle Folgen gesehen. Ein Gyarados. Das ist auch ein rotes. Oh, na toll. Ey, Leute, ich glaube, ich... Die beste Folge war mit Trikepalo. Wieso war die... Die beste? Trikepalo.
Tricke, tricke, Palo. Die fünfte Gen war einfach best. Pokémon TV mit Tricke Palo. Das ist Staffel 15, Folge 41. Dragon außer Rand und Band. Oder wie? Unter anderem. So. Donnie ist schon wieder verschwunden. Dun, dun, dun. Shiny, 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 shiny. Wie, die ist jetzt schon wieder im Raid drin, ohne dass ich das mitbekommen habe? Das ist ja unfair. Oh man. Uff. I got zero three heavy. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das sind genug Shinies. Oh. Okay, eins nehme ich vielleicht noch mit. Wenn ich hier reinkomme, ich komme nicht rein, das ist zu. Doch, da komme ich noch rein. Aber diesmal kämpfe ich mit. Clapsgiving. Meiste Waffen. Nee. So. Ja, ich komme ja schon. Das ist sehr gut, sehr gut. Sex. Null. Reiswaffen. Reiswaffen. Okay, Leute, 10 Minuten noch und dann bin ich off, weil dann muss ich mit Final Fantasy 7 Remake anfangen. So, es hackt. Es ist nicht so, dass ich die fünfte Gen nicht mochte, weil sie war halt nicht so stark. Ich fand die Story dahinter ziemlich cool und ja, war es auch schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand schon, dass mit der mit den Städten, dieser City-Hochhaus und sowas, fand ich schon geil. Trotzdem war das eine nicht sehr starke Gen. Doch vor allem mit der Story von Team Plasma. Dann guck dir mal im Internet die Bewertung an. Gen 5 hat ziemlich schwache Bewertung bekommen. Also ich mochte generell alle Gens, bis auf Sonne, Mond, die fand ich scheiße. Und mein Lieblingsgen ist XY. Ich sag ja nicht, dass die fünfte Gen scheiße war. Ich sag nur, dass von der Bewertung her sie ziemlich schwach bewertet wurde. Aber ich fand sie, ich persönlich fand sie eigentlich ziemlich cool. Obwohl ich sie nur einmal durchgezockt habe. Oder zweimal? Ne, ich glaube nur einmal. Ups. Ich fand Diamond and Pearl fand ich auch ziemlich nice. Und Platin.
So, ich glaube, das war's jetzt auch. Ich fand die Story von N viel interessanter als die von Team Plasma. Oder wahrscheinlich meinst du das sogar. Weil die ja irgendwie zusammen. Also ich fand N persönlich ziemlich interessant. Und vor allem im Manga zur fünften Generation. Der ist viel interessanter. Der ist so interessant, da wird die Geschichte um N richtig ausgebaut. Richtig gut. Ups. Nein, 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 das ist falsch. Habe ich das andere Krabby hingepackt? Hallo. Komm. Crab, Crab, Crab. Crab, Crab. Ja, da ist es. Du. Show me. Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Der neue Boss von Dark Souls 3. Friede, Freude, Eierkuchen. Wow. So, mal kurz rausgehen, ein bisschen gucken, was überhaupt da draußen in der Außenwelt abgeht. Von Pokémon Schwert und Schild. Hier geht gar nichts ab. Es ist hell, es ist Tag. Die Sonne scheint. Okay, ich glaube, ich mache mal eine Abmoderation jetzt, Leute. Das war's. Wir haben den letzten Sätze Kingler gefangen und ich bin für heute raus. Ich zocke jetzt Final Fantasy VII offline, private, weil ich mir das Spiel, den Spielspaß dafür einfach nicht nehmen will. Deswegen streame ich das auch nicht und außerdem ist es mit der PlayStation 4 und ich glaube, wenn ich das jetzt anschließe, ist die Übertragung einfach so grottig, dass ihr gar nichts sehen könnt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt den restlichen Tag. Zockt noch ein bisschen, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich weiß aber allerdings nicht, ob wir uns in aller Frühe wiedersehen oder erst später. Weil, wenn ich den ganzen Abend durchzocke, die ganze Nacht durchzocke, dann kann es unter Umständen sein, dass ich morgen früh erstmal platt bin und schlafen gehe und dann erst nachmittags streame. Ne? Ihr wisst Bescheid. Also. Ich wünsche euch was und ja, ich bin raus für heute. Ciao, ciao. Danke, Sunny, für dein Follow. Nice one, Sunny Lou. 007 und du.